Hey meine Lieben, heute möchte ich euch mal zeigen, was ich so fast tagtäglich verwende, um geschminkt zu sein, oftmals auch trotzdem noch natürlich auszusehen und was ich auch hauptsächlich im Winter verwende. Also ich muss dazu sagen, sobald es warm wird und die Sonnenstrahlen kommen, verwende ich kein Make-up mehr. Ich benutze zwar noch Lidschatten, Mascara und sowas, aber ich verwende hier überall kein Make-up mehr. Wenn ich hier jedoch Make-up verwende, dann benutze ich immer als erstes meine Creme. Über die habe ich euch schon berichtet. Die lasse ich dann einziehen, benutze dann meinen Concealer. Der hier ist von MAC. Ich finde den eigentlich ganz klasse. Ich habe den auch schon lange, weil ich benutze nicht sehr viel. Hier ist er. Davon braucht man auch nicht viel. Das Tolle ist, der hat ein Pumpsystem. Ich mache dann immer ein bisschen hier auf die Haut drauf und gehe dann mit dem Pinsel bei. Um den Concealer zu aufzutragen, verwende ich diesen Pinsel. Danach benutze ich ja das normale Make-up. Das ist auch von MAC, habe ich auch schon lange. Das ist das hier. Ich habe mich damals bei Douglas beraten lassen, weil bei mir ist die Sache, im Sommer bin ich immer schön braun, alles toll. Und im Winter wird das für mich schwierig, Make-up zu finden, weil ich dann sehr blass werde. Ich bin jetzt auch noch ein bisschen blass, also langsam kriege ich wieder ein bisschen Farbe. Ich habe auch leider hier überall Rötungen. Die habe ich nie richtig weggekriegt. Dann, ja, wie jetzt auch gerade, den schönen Augenring, ne? Ich habe jetzt letzte Nacht nicht sehr gut geschlafen, deswegen habe ich jetzt auch schon wieder zwei Augenringe. Es ist aber wirklich heute richtig schönes Wetter. Wir sollen heute 21 Grad kriegen und da verwende ich dann kein Make-up. Sprich, ich verwende das hier nicht. Das heißt, ich lebe einfach damit, dass ich Augenränder habe. Ist nun mal so, gehört zum Leben dazu. Der hat jetzt leider nicht so ein Verteilungssystem. Ich mache das meistens über Kopf und mache das hier rauf. Wenn mich aber nicht alles täuscht, dann kann man dazu extra so eine Pumpe kaufen. Ich fand das jetzt ein bisschen schwachsinnig, dazu noch extra eine Pumpe zu kaufen. Auch von dem Make-up braucht man nicht sehr viel. Das ist wirklich sehr gut deckend. Das Tolle daran ist, man braucht bei diesem Make-up tatsächlich kein Puder mehr, weil Puder mit integriert ist. Sprich, wenn du das aufgelegt hast, du hast dann nicht dieses glänzende Gesicht. Finde ich echt klasse. Zum Auftragen von dem verwende ich diesen Pinsel. Das Tolle ist, 2 in 1. Bekommt man eigentlich so gut wie überall. Das hier ist jetzt von Mio Mare. Ich glaube, das habe ich mal bei Lidl gekauft. Und das Tolle ist, schön weich. Bei meiner Haut, ich habe ja eine sensible Haut, da ist das dann sowieso ganz schön, wenn der Pinsel auch weich ist. Ich habe festgestellt, wenn ich den 2-3 Mal benutzt habe, muss ich den tatsächlich reinigen. Ich erzähle euch gleich auch noch, wie ihr das am besten machen könnt. Ich habe da so ein paar Tipps gekriegt und habe diesen Teil auch umgesetzt und bin auch sehr begeistert. Wie gesagt, der ist wieder total weich und sanft und ja, nicht hart. Also er wurde wirklich nach einer Zeit hart. Das ist, glaube ich, auch normal. Dann habe ich hier den Fächerpinsel. Der ist von Evelyn, DM-Marke. Jetzt kriege ich den gerade nicht richtig auf. Den hier. Den benutze ich eigentlich nur, um eine Maske aufzulegen. Wird danach natürlich auch gründlich gereinigt. Oder halt, wenn ich Puder benutze, das Überschüssige wegzumachen, sanft. Ja. Dann kommen wir mal zu den eigentlichen Sachen, die ich verwende, die ich auch wirklich so gesehen tagtäglich verwende. Ich muss mal eben kurz alle rausholen.
habe dafür also mein kleines Täschchen. Ja, ich gebe zu, das ist tatsächlich Minimaus. Ich stehe auf Minimaus. Ich habe so ein paar Dinge von Minimaus. Ja, Disney halt, ne? So. Da habe ich jetzt ganz viel. Einmal meine Pinzette zum Zupfen der Augenbrauen. Dann, es gibt bestimmt einige, die das nicht kennen. Und zwar ist das von P2. Gibt es von ganz vielen verschiedenen Marken, aber P2 ist eigentlich ganz günstig und kann man ganz lange verwenden. Das ist ein Base, was man als allererstes auf das Lid tut, bevor man Lidschatten drauf tut, um den Lidschatten zu fixieren. Manche oder vielleicht sogar alle, bevor sie das kennengelernt haben, kennen das wahrscheinlich, wenn man Lidschatten drauf gemacht hat, der bleibt einfach nicht den ganzen Tag so, wie man drauf gemacht hat. Dafür habe ich den hier. Ja, hier vorne steht auch mal was drauf, ist leider mittlerweile weg. Das ist sogar nur 5 ml. Hier steht es auch nochmal. Long-Lastic. Moment, da. Ich glaube, das könnt ihr jetzt gar nicht richtig lesen. Und hier steht, fixiert Augen-Make-up. Behindert Absetzen des Lidschattens. Long-Lasting und wasserfest. So. So sieht das von innen aus. Und man braucht gar nicht viel davon. Also ich drücke einmal kurz rein. Man sieht das eigentlich kaum. So. Und das kommt auf ein Lid. Ja, viele lassen das erst, keine Ahnung, wie lange eintrocknen. Ich verteile es eigentlich ganz gut auf mein Lid, mache dann das nächste Lid, mache es zu, packe es weg, nehme dann erst meinen gewünschten Lidschatten, gehe mit dem Pinsel rein und so, ja, und trage es dann auch direkt auf. Habe bisher kein Problem gehabt, es sieht deswegen jetzt nicht beschissener aus, auf gut Deutsch gesagt. Das hält genauso gut. Aber es muss jeder für sich selber wissen, wie er es aufträgt. Lidschatten habe ich ganz viele verschiedene. Ich bin zum Beispiel ein Fan von dem Catrice Liquid Metal Eyeshadow. Das sieht so aus. Moment, da. Ich habe den runtergesetzt gekriegt, weil Catrice aussortiert hat. Zwar zur Hälfte, nee, schon gar nicht, sogar 70% runtergesetzt. Er sieht zwar golden aus, aber in Wahrheit ist er dunkler. Und das finde ich so geil an dem. Das ist richtig geil. Also ich habe mich erst am Anfang richtig erschrocken, so ich dachte, was ist das denn? Der sieht gold aus, aber wenn ich den auftrage, ist er auf einmal voll dunkel. Mega geil. Also wenn man abends ausgeht, benutzen. Das macht geile Augen, schon allein weil es einen Metalleffekt hat. Und auch halt so dunkel ist. Wenn man es richtig aufträgt, dann kann man damit ein richtiges Highlight werden. Dann habe ich hier von Flomar. Moment. Erstmal ganz doof aufzumachen. Diesen hier. Das ist so ein weißer, mal schauen, was steht hier hinten drauf. Also erstmal wieder zumachen. So sieht er aus. So. Da steht nur Mono Eyeshadow. Mehr steht da nicht drauf. Also ich weiß nicht, wie der heißt. Nö, keine Ahnung. Steht ja nicht bei. Ja. Wer den richtig aufträgt, der kann ohne total blass auszusehen auch schön Augenaufschlag hinkriegen. Also schöne Augen und Hingucker werden. Ich gucke mal gerade mal bei dem. Also der hier heißt Gold Leave Me. Nummer 070.
Vielleicht kann man den ja online bestellen, wenn ihr den haben wollt. Und dann habe ich noch eins von Catrice. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe den noch nie im Laden gesehen. Ich habe letztes Jahr ein Set von Catrice bekommen über beautytester.de. Da kann man Berichte schreiben und Produkte bekommen zum Testen und darüber halt auch schreiben. Und da war dieser Lidschatten mit bei. Den habe ich so mit diesem Rosa noch nie gesehen, in keinem Laden. Die Macke hier unten, die kam leider schon so an, das passiert mal, ist mit der Post gekommen, kann passieren, ist nicht schlimm, kann man trotzdem verwenden. Bei dem benutze ich eigentlich so gut wie alles, außer das Rosa, das verwende ich nur selten. Das Rosa ist zum Beispiel ganz gut, wenn man diese dunklen Ränder hat, kann man rauf machen, bevor man den Concealer rauf macht, und dann erst den Concealer rauf machen. Ansonsten, also ich habe jetzt gerade das Gold drauf, da, und den. Diesen Lidschatten hier, das ist ein dunkles Braun, verwende ich hier unter als Kajalersatz und hier als Eyeliner. Es wird auch noch ein Video geben, wo ich euch zeige, wie ich zum Beispiel mit einem Tiegel, mit Flüssigliner, mit Kajal und mit Lidschatten einen Lidstrich ziehe. Weil ich schon von vielen Mädchen gehört, also Mädchen, jungen Frauen, auch älteren Frauen gehört habe, dass sie das nicht so gut können. Und ich gebe zu, bevor ich mit einer Visagistin gearbeitet habe, habe ich das auch nicht hinbekommen. Ich habe mich da mal sehr schwer getan, aber ich wollte es unbedingt können. Und sie hat mir dann gezeigt, wie das funktioniert. Ich muss zugeben, Mädels, das ist etwas, da braucht ihr sehr viel Geduld, weil ihr müsst da nicht nur geduldig sein, ihr braucht eine ruhige Hand. Und das ist etwas, was man immer und immer und immer und immer wieder machen muss, damit man es wirklich perfekt hinkriegt. Dazu sage ich auch gleich, viele wissen, es gibt verschiedene Arten, wie man einen Lidstrich zieht. Bei mir, ich verwende diese verschiedenen Arten nicht, ich verwende nur eine einzige Art und mit der fahre ich eigentlich ganz gut. Habe da auch schon viele Komplimente für bekommen, ist aber auch egal. Die werde ich euch also nicht zeigen, ich werde euch nur die zeigen, die ich verwende, weil ich kann nur die so gesehen, ne? Ich habe die anderen nie ausprobiert und deswegen werde ich euch jetzt nicht irgendwas Scheiße zeigen. Aber dazu kommen wir dann, wenn ich das Video mache. Um den Lidschatten aufzutragen, verwende ich diesen Pinsel. Mache ich einen Smoky Eye Lidschatten, verwende ich dies, um hier die Umrandungen zu machen, also die Schatten zu machen. Den verwende ich aber ehrlich gesagt ganz selten, weil ja, ich bin kein Partytyp und ja, tagsüber ist doch ein bisschen doof, den zu verwenden. Ja, der hier ist von For Your Beauty, sprich Rossmann. Ist eigentlich auch ein ganz toller. Dann, um den Lidstrich zu ziehen, verwende ich den hier. Viele Mädels werden den erkennen. Das ist ein Lippenstiftpinsel. Damit macht man eigentlich Lippenstift drauf. Jetzt gibt es bestimmt auch ein paar Mädels, die werden sagen, wozu dafür ein Pinsel? Ja, hat was mit hygienischen Gründen zu tun. Zum Beispiel, wenn man oder auch unter Freunden das austauscht, ist einfach hygienischer. So. Der ist auch von For Your Beauty, also auch von Rossmann. Da ich das halt immer mit Lidschatten, den ich Strich ziehe, ist der ganz gut, weil er schmal ist. Und dadurch, dass er schmal ist und schon eine bestimmte Form hat, wird der Lidstrich nicht zu breit. Ich stehe nicht auf Lidstrichs à la Amy Winehouse. Stehe ich nicht drauf. Ihr mag es gefallen haben, mein Ding ist es nicht. Ich
mache den Lidstrich nicht, um mega aufzufallen. Ich mache ihn unter anderem, um zu tricksen, weil einfach meine Wimpern dadurch sehr viel fülliger aussehen und er den Augen noch ein gewisses Etwas gibt. Also einfach mal ausprobieren. Ihr könnt natürlich einen Pinsel nehmen, wie ihr wollt. Es gibt dafür natürlich auch vorhergesehene Pinsel. Dann habe ich hier noch, falls ich doch mal nicht ganz so auf natürlich machen will, sondern wirklich meine Augen hervorstechen lassen möchte. Das hier ist ein Bare Minerals. Ein Weichkohlestift. Viele von euch werden den kennen. Ich benutze den nicht so häufig, aber auch zwischendurch mache ich das auch mal. Dann benutze ich den aber meistens einzeln. Sprich, ohne die Schatten. Ja. Und dann noch etwas, was ich zwischendurch mal nur verwende. Der hier. Ja. Da sind Fusseln dran. Wie gesagt, ich benutze ihn ganz selten. Das ist eine Braunbürste. Eine Augenbrauenbürste. Man bürstet die damit, so gesehen, zurecht. Und kann man hiermit auch. Ich benutze das aber meistens, um meine Wimpern so ein bisschen auseinander zu bekommen, wenn die sich zu sehr verkleben. Ich kann bestimmt viele Lippen. Ja, dann. Zange. Ein Muss. Das erste Mal, als ich die verwendet habe, habe ich mir ehrlich gesagt damit ins Auge gestochen. Das ist nicht. Ja, ich bin ein bisschen schusselig allgemein. Ja. Das ist auch so ein Werkzeug, das kann man perfektionieren. Es kann am Anfang echt ins Auge gehen. Aber ansonsten ist es eigentlich nicht schwer, den zu verwenden. Ich gebe euch den Tipp, gerade Anfänger, fragt mal eure Mütter, eure älteren Schwestern oder vielleicht auch Freunde, falls sie das auch verwenden. Ist eine tolle Erfindung, um wirklich die Wimpern in Hochschwung zu bekommen. Aber benutzt den nicht, wenn ihr bereits Mascara drauf habt. Das kann dazu führen, dass eure Wimpern brechen. Zumindest wurde mir das so erzählt. Ich habe den deswegen auch nie benutzt, wenn ich in meinem Mascara drauf hatte. Ja. Dann, und ihr werdet jetzt sagen, oh, nicht schon wieder, ich habe hier einen Mascara, dem bleibe ich treu. Ich bin so was von fasziniert von dem. Jede Frau kennt das. Voluminöse, schöne Wimpernaufschlag. Geile Wimpern, schön lang, voluminös, toll. Man sieht es bei den Stars, man sieht es in der Werbung von jedem Mascara. Da sage ich euch gleich, Mädels, das ist falsch, das ist fake. Das sind falsche Wimpern, die da verwendet werden. Um euch zu täuschen, um euch dazu zu bringen, das zu kaufen, weil oh, die haben ja so geile Wimpern, will ich auch. Jetzt habe ich aber einen gefunden, der mich begeistert hat. Ich habe optisch tatsächlich etwas längere Wimpern und auch ein bisschen voller. Meine Wimpern kleben nicht so extrem zusammen wie mit anderen Mascaran. Und der Preis ist top. Auch von Catrice Cosmetics. Ich könnte hier jetzt eigentlich Werbung für Catrice machen, ne? Also eigentlich könnte ich bei Catrice anfangen zu arbeiten, weil ich mache ja sowieso schon Werbung für die. Ich muss aber auch sagen, ich bin total begeistert von der Firma. Also tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Also, wenn man eigentlich so hört, Catrice, Kosmetik, also ganz ehrlich, ich habe früher immer gesagt, ja, Catrice hier, voll die obertolle, teure Marke und kann sich ja kein Arsch leisten, sorry, dass ich das so sage. Nein, das ist sogar gar nicht so.
ich muss sagen, Catrice ist zum Teil günstiger als alle anderen Marken. Catrice ist zum Teil echt günstiger als Maybelline oder Revlon Globe oder keine Ahnung was. Dieser Mascara kostet 4 Euro. 4 Euro. Geht jetzt mal zu Maybelline, beziehungsweise in euren nächsten Drogeriemarkt, zu Maybelline, und sucht einen Volumenmascara mit Wimpernverlängerung, beziehungsweise optischer Wimpernverlängerung. Ich habe da so immer so zwischen, ich glaube, 8 und 10 Euro gezahlt. Ist ein totaler Flop, sage ich, weil ich war auch mit dem Mascara nie zufrieden. Ich habe sogar teilweise noch billigen Mascara geholt und habe die zusammen verwendet, weil ich nie so richtig zufrieden war. Bei dem hier, der heißt Lash Extension Volumen Mascara. Ich zeige euch den mal. Ja, da. Der ist total klasse. Hier haben wir die Bürste. Muss ich mal wieder sauber machen. das Tolle bei dem ist, eure Wimpern, die kleben nicht zusammen. Ihr habt trotzdem eine optische Verlängerung und Volumen. Und der hält sogar super gut. Also, wenn ich im Regen bin oder am Heulen bin, weil ich einen traurigen Film gucke oder sowas, der verspielt nicht. Problem ist nur, wenn ich mich abschminke, dann kann es schon mal passieren, dass ich den Mascara nicht komplett runterkriege. Weil ich den ja immer zweimal verwende. Erstmal benutze ich die Zange, dann benutze ich den, dann mache ich die andere Seite und dann gehe ich hier nochmal rüber und da nochmal rüber. Ja. Kommt dazu dann, dass ich den nicht immer abbekomme und auch nicht immer den Nerv dazu habe, den richtig abzumachen. Weil ich gerade hier überall und auch am Lid eine stark empfindliche Haut habe. Das heißt, ich bin danach komplett rot um die Augen und es brennt. Deswegen benutze ich dann auch danach immer meine heißgeliebte Creme. Hm? Von Rossmann. Und dann, wenn ihr dann abends ins Bett geht und am nächsten Morgen wach wird, dann kann es schon mal sein, dass ihr hier so kleine schwarze Striche habt. Das ist aber nicht schlimm, das kriegt man wieder weg. So, jetzt kommen wir erstmal zu etwas, was ich total liebe. Mein Spiegel mit Lichtfunktion. Den liebe ich total. Man sieht wirklich jedes einzelne Härchen. Also zum Zupfen ideal, zum Schminken auch. Zum Zupfen aber am idealsten, weil du siehst wirklich jedes einzelne Härchen. Top. Also Mädels, besorgt euch sowas. Ernsthaft, besorgt euch sowas. Jetzt kommen wir zu meinem kleinen Täschchen. Das habe ich immer in meinem Portemonnaie. Ja, mein Portemonnaie, genau. Geil. Passe auch voll rein. Nein, so ein riesen Portemonnaie habe ich nicht. Habe ich immer in meiner Handtasche. Auch von Catrice. War mal runtergesetzt. Da kommen wir zum ersten. Auch von Catrice. Das ist der Ultimate Shine Gel Color 020 Wet or Bad. Wenn man den rauf macht, genau, zeige ich das mal. Na, ich glaube, ihr könnt das jetzt sehen. Ne? Da, da. Moment, da. Ja, 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 ihr seht es. Ja, also richtig sehen tut ihr es nicht. Der hat dann so einen Glossy-Glanz. Total geil. Und dann haben wir hier noch... Der ist nicht mal nicht von Catrice. Der ist von Revlon de Loop tatsächlich. Jumbo Lipstick. Ja. Ist schon ein bisschen verwendet worden. Ein bisschen öfter mal. Finde ich auch total klasse. Die meisten wissen wahrscheinlich, was ein Bindstick ist. Das ist die 03 Light Rose. Hat so einen leichten lila Touch. Jetzt kommen wir wieder zu Catrice. Den finde ich auch total geil. Pure Shine Color Lip Balm.
Charity heißt er. Also Sherry minus 3, Charity, so. 050. Ja, ich gebe zu, der ist noch nicht ganz so oft verwendet worden. Und das Klasse ist an diesen Lip Balms, die haben mehrere Vorteile. Die fliegen. Es sieht aus, als hätte ihr Lipgloss drauf. Und wenn sie abgehen, sieht man das nicht. Jetzt, ja, das sind die Sachen, die ich eigentlich so gut wie tagtäglich verwende. Jetzt komme ich aber noch zu einer Sache, und zwar zum Reinigen. Ich habe mir sagen lassen von einer Freundin aus der Gruppe 100 Schönchen bei Facebook, kommt uns besuchen, dass sie ihre Pinsel und Mascara, Pinsel kann man das nicht sagen, Mascara-Bürstchen, alle reinigt, und zwar mit heißem Wasser und mit Duschgel. Ja, also danach spült es aber nochmal mit heißem Wasser gründlich aus. Ich habe es eh nicht gemacht. Ich mache es jedoch nur mit aufgekochtem Wasser, nicht mit Duschgel. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ich habe damit auch gute Erfahrungen gemacht, und ja, wenn sie erstmal einwirken lassen, dann ausspülen und währenddessen dann halt zwischen die Pinsel gehen, den ein bisschen öffnen, so dass da auch wirklich die Farbe rauskommt, und dann zum Schluss nochmal am Sehwerk so hin und her streichen. Aber nicht so, sondern wirklich so streichen, ne? Als würdet ihr die Wand streichen oder überhaupt Haut streichen, also den nicht kaputt machen. Damit gehen die restlichen Farbspuren auch nochmal raus, und zu Dingen wie jetzt Mascara rate ich euch, bitte alle 3 Monate wechseln. Egal ob voll, halb leer, leer. Wechseln. Sobald ihr den verwendet, kommen Bakterien mit rein. Und ja, bei regelmäßigem Gebrauch kann das dazu führen, dass, wenn ihr den nicht nach 3 Monaten wegschmeißt und einen neuen holt, ihr Gerstenkorn bekommt. Gerstenkorn ist eine Art Pickel hier im Auge. Ganz miese Sache. Habe ich leider ganz oft gekriegt. Bis mir das dann erzählt wurde. Und seit ich das mache, ich halte das strikt ein, bei Mascara halte ich das strikt ein, seither habe ich nie wieder Gerstenkorn gehabt. Nie wieder. Bei Lidschatten sehe ich das nicht so. Bei Kajal reicht das, wenn ihr den einfach alle 3 Monate ab, also nochmal neu anspitzt, also gründlich nochmal neu anspitzt. Bei einem Weichkajal einfach oben die Spitze abschneiden und können weiterfahren. Gut, das war es jetzt erstmal von mir. Und ich würde sagen, viel Spaß mit meinen Tipps, meinen Sachen, die ich euch gezeigt habe. Vielleicht holt ihr euch was nach. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!